Beitrag von Daniel Melege. Heute gibt es ihn ein Jahr. Berichte und Reportagen vor Ort über Partys, Konzerte, Feste und natürlich auch Bands. Dazu auch noch Diskothekeneröffnungen wie die vom Nightlife, dem Moritz in Lenting oder natürlich auch dem Exter in Beilngries. Natürlich durften auch Interviews mit Festivalorganisatoren wie Peter Volkwein und Raimund Frick nicht fehlen. Literarisches von Jörn Pfennig. Mein Lieblingswetter ist der warme Herbststurm. Wenn mir Schneeflocken ins Gesicht taumeln, fühle ich mich manchmal ungeheuer wohl. Mein Lieblingsmensch bist du. Was Popmusik betrifft. Und ich habe auch unter anderem versucht, in diesem Beatles-Teil die sexuelle Entwicklung der Beatles zu analysieren anhand ihrer Songs. Also von I Want to Hold Your Hand bis Why Don't We Do It in the Road. Trifft das auch ein bisschen auf Sie zu? Ja, ich mache es gerne in the road. Also das heißt, es muss nicht eine Hauptstraße sein. Ja. Wo noch? Also lieber im Moos. Das Problem ist dann, dass du dann immer hinterher irgendwie ein Ohrring fehlt oder ein Kettchen oder sowas. Ja. Das ist dann immer sehr mühsam, das wiederzufinden. Aber die Frauen bewundern Sie wahrscheinlich, weil auch da herrscht Ihre Langsamkeit vor? Ja, genau. Also wie habe ich gesagt, wir sind langsam, aber wir können Befriedigung garantieren. Passen dazu ein paar Spritzer nette Erotik hier von der Pure Energy Party. Und natürlich auch der Schwerpunkt bei Magazin TV Stars am laufenden Band. Auch nicht schlecht, besser als unseres. Give me one hyper hyper. Hyper hyper. Jo, wir sehen uns wieder nächste Mittwoch um 18 Uhr. Alles klar. Ciao. One program for rock music, you know, dance music and national music. Called Festival Bar is most important on the summer. Very nice. I like this. It's a new experience for me. So, worüber wir in den fast 50 Sendungen noch alles berichtet haben, zeigen wir euch nächste Woche. Aber vorher? Hier die neueste Kollektion von Karl Lagerfeld. Hi, hier ist Lisa. Hi, hier ist Frankie G. Und wir sind Captain Jack. Und ihr seht Megazin TV on NTV. And check it out. So viel zu den Geschehnissen auf Ingolstadts Piste und nun aber zu Ihrem Horoskop, Frau.